Tja, moin moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe es mal wieder geschafft. Ich bin Forellenangeln. Diesmal bin ich in Heiort am Viererteich. Der Tim hatte mich vor 2 Tagen angeschrieben und mich gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte. Der hatte noch einen Platz frei und ja, war eine spontane Aktion. Und deswegen sind wir heute hier am Viererteich. Ja, mit dabei, habe ich schon erwähnt, ist der Tim, das ist dieser Kollege. Und den Alex haben wir auch dabei. Und ganz im Hintergrund, da ist noch der Vater vom Tim, der ist auch mit dabei. Wir werden hier Forellen angeln. Ob was klappt oder nicht, siehst du natürlich wie immer in diesem Video. Bleib dran und sei gespannt. So, meine Lieben, wir starten jetzt hier mit einem Reiger in einer gedeckten Farbe, also Kontrastfarbe, weiße Rückseite, braune Vorderseite. Und der Tim brezelt schon den ersten raus oder den zweiten, ne? Da haben wir die erste Forelka. Schön auf dem kontrastfarbenen Reiger. Ach, da ist er. Spoon ist raus. Da haben wir es. Schöne Kontrastfarbe. Und unser Forellchen. Das sind natürlich jetzt erst die aktiven Fische, die hier beißen und die jetzt hier rauskommen. Petri, Tim. Hopp, hopp, hopp. Dreimal attackiert, ganz, ganz easy. Guck mal, die hat sich den schmecken lassen. Dann haben wir es wieder, ein schöner Portionsfisch. Dann nehmen wir die Rute so ein Stück weit hoch. Dann läuft er wirklich sehr knapp unter der Oberfläche. Trotzdem, dass wir den, oh, da haben wir schon Biss. Trotzdem, dass wir den so langsam führen. Bis vorne hin. Da sieht man es auch, wie schön der spielt, auch selbst wenn man mal ganz kurz eine Spinpause macht. Beim Absinken taumelt der schon richtig gut. Hopp, hopp. Ja. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Bestimmt 4, 5 Mal, Wahnsinn. Habe aber schon oft das Gefühl, dass die Fische hier beim Heiort relativ aggressiv auf Spoons und Wobbler reagieren. Ne? Also Blech generell oder Hardbaits generell funktioniert hier echt gut. Petri. Hm, jetzt rappelt es auch ganz außen. Einmal schnell angekurbelt, wieder sinken lassen und dann ist er drauf geschossen. Hopp. Nächste Patient auf die Kontrastfarbe. So, Fisch verarztet. Ich habe tatsächlich auch schon mal eine Forelle, die hat einen Gummiköder im Maul stecken gehabt. Mit einem Spoon vorbei und zack, da haben wir schon Biss. Biss. Jo. Oh. Man sieht das richtig sogar in der Schnur, ne?
Ja, da ist er noch. Da haben wir sie. Ja, das geht jetzt hier natürlich Schlag auf Schlag. Ne? Gerade die ersten aktiven Fische reagieren sehr gut auf Kontrast- oder Schockfarben. Du fischst auch was Schockiges. Ne? Also die alte Faustregel. Die kennst du. So, da ist er. Und da ist er. Der Akrobat im Netz. Also ich denke, ein paar Fische haben hier auch schon ein paar Köder gesehen, ne? Ja, aber du siehst die Balken, ne? Gerade der perfekte Beweis. Ja, ja, klar. Also ich denke, wer die Videos von mir mal gesehen hat, von der Trout League, die ich hier mal mitgefischt habe, da wird es eigentlich klipp und klar bewiesen, ne? Dass der Fisch auch zwei-, dreimal beißt. Ach, guck mal, hier bis vorne vor die Füße, Wahnsinn. Guck mal, wieder nach demselben Schema, ne? Einmal schnell angekurbelt und dann lässt ihn wieder ein bisschen sinken und genau da, wo er so runter sinkt und flattert, kommt sofort der Biss, ne? Also wie gesagt, Route auf 10 Uhr, 9 Uhr Stellung. Ab und zu mal einen kleinen Twitch, langsam einleiern die Geschichte, dann läuft er wirklich flach. Guck mal, wie geil der läuft, selbst wenn er einfach nur runterflattert, ne? Reingetroffen. Guck mal, wieder angekurbelt. Oh, guck mal, hier. Hast du gesehen? Zwei Stück bis vor die Füße. Oh, hier, guck mal, der ist nur aufgekommen da hinten. Wahnsinn. Es läuft. Ja, dann habe ich jetzt auch mal einen released. Oh, Wahnsinn. Du merkst das teilweise, deine Schnur wird schlaff. Das heißt, die packt den Spoon und schwimmt zu dir, ne? Die kommen bis vorne hinterher, das stimmt. Wo willst du hin? Tja, meine Lieben, das läuft natürlich wie am Schnürchen jetzt hier, gerade am Anfang. So, Fisch ist in der Box. Köder ist wieder drin und da ist schon, oh, das gibt's doch nicht. Hier, guck dir das mal an. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und wieder weg. Ja, die schwimmen, tatsächlich merkst du das richtig, die schwimmen mit dem Spoon, wenn du einen Biss kriegst, auf dich zu, ne? Dann wird die Schnur schlaff. Das ist echt krass. Hier, hast du gesehen? Ich hab den an die Oberfläche hochgeholt. Hier, guck mal. Hier, guck mal, was ganz Leckeres habe ich da. Wahnsinn, ne? Ja gut, irgendwann, wenn ein paar Fische rauskommen, dann gehen die auch tiefer, ne? Das merken die sofort.
So, ich mache jetzt noch einen Wurf und dann wechseln wir auch schon die Farbe, weil dann haben die Fische den Spoon jetzt schon einige Male gesehen. Ne? Also der Reiger hat ja richtig gut gefunzt, hätte ich jetzt mal so behauptet. Dann wechseln wir mal. Und zwar habe ich da so eine Idee. Nehmen wir auch eine Kontrastfarbe, aber nicht mit weiß, sondern mit schwarzer Rückseite. Na hier, da ist er, 1,5 Gramm Donner. Kleiner Spoon, müsste eigentlich auch funktionieren, wenn mich nicht alles täuscht. Wieder 3-4 Stupser gehabt. Aber die werden jetzt richtig vorsichtig, das merkst du. Guck mal, wie schnell das geht, ne? Eine halbe Stunde, wenn überhaupt, ne? Und schon ist das Beißverhalten wieder komplett anders. Besetzt danach. Oh. Ach so, okay. Könnte vielleicht dauern, ich weiß es nicht. Ja, jetzt auf dem 1,5 Grammer. Fische werden auf jeden Fall vorsichtiger. Versuch's jetzt mit einem etwas kleineren Spoons. Also hier der Donner in 1,5 Gramm, der ist ja relativ klein. Jetzt noch in der Schockfarbe. Mal schauen. Ja, aber das ist immer dasselbe Spiel, ne? Eine Zeit lang fängt wirklich ein Köder sehr gut. Es gibt auch ganz selten mal, dass der Köder den ganzen Tag durchfängt. Aber ganz oft ist wirklich so, wenn die ein paar Mal das gesehen haben, merkst du sofort, du machst eine andere Farbe drauf und sofort wieder Bisse, ne? Apropos Bisse. Hier. Ganz langsam geführt, punktet hier der 1,5 Grammer. Oh! Wieder so ein Releaser habe ich immer. Released habe ich. Oh, genau im Twitch, ne? Genau im Twitch. Zack. Ja, und da ist der Spoon auch schon raus. Und alles hier so eine schön 350, 400 Gramm Fische, ne? Genau das Richtige für die Räuchertonne, ne? Ja, sie werden auf jeden Fall vorsichtiger. Stufe 1 des Vorsichtigkeitsgrades wurde erreicht. Was kriegst du? Oh. Teilweise merkst du wirklich so Ding, Ding und teilweise knallen die da sowas von rein. Da ist er. Da. Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So war das aber nicht geplant. Jetzt haben wir aber eine. Jetzt haben wir eine. Ja, der 1,5 Gramm hat jetzt auch ein paar Fische geliefert. Gleich wird das wieder so ein tolles Farbenspiel, wie wir das kennen. Von schockigen Farben auf gedeckte Farben rüber. Und dann, wenn wir Glück haben, können wir konstant hier ein paar Fische fangen. Ihr seht, der Fisch ist im Netz. Und jetzt wieder auf eine Kontrastfarbe hier. Der 1,5 Grammer Donner. Fischchen im Kescher. So, ich bleibe jetzt noch mal beim Donner. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir wechseln da auf jeden Fall noch mal die Farbe. Probieren wir mal so was Grünes. Was ist, haben Sie schon keine Lust mehr? Ich habe eigentlich noch keine
Wieso machst du das? Wir haben nur noch so viel Zeit. So viel Zeit, um gemeinsam Spaß am Wasser zu haben. Und ihr holt gleich schon die harten Mittel raus. So, guck mal, ich zeig dir jetzt, wie zack, zack geht. Hier, anderthalber. Hat er doch dran gekriegt. So, einen richtig knalligen, schockigen Grün. Auch mit einer grünen Rückseite. Woo!